Yo Leute, was geht? Euer Gecko ist wieder back am Start. Heute mal mit der 5. Folge von Tomb Raider. Und ja, ich wollte mich nochmal bei euch für euer Feedback bedanken. In letzter Zeit läuft es echt gut. Freut mich riesig. Und ja, wir haben ja letztes Mal aus der Höhle den Rucksack geholt vom Roof, um ihn zu verarzten und um dieses Signal zu holen, damit die uns finden können. Und ja, wir haben jetzt so eine, links seht ihr diese rote Axt oder was ist, da können wir jetzt diese Steinwände hochklettern. Und ja, wir müssen jetzt ganz hoch auf den Turm und das Signal oben, das Signal nach oben tun, damit die uns finden von dieser Insel. Ja, okay, ich habe schon verstanden. Vorhin hatten wir ja diese eine Steinwand hier. Ich glaube, da muss ich wieder hin. Ich muss da nach oben wieder. Wäre jetzt meiner Meinung nach die einzige, ja, sinnvolle... Eieiei. Der sinnvolle Weg. Aber wir müssen jetzt erstmal wieder hochkommen. So, dann gehen wir den gleichen Weg wie vorhin. Zack, zack, zack. Gehen wir auch wieder auf dieses fette Ding. Woppala. Sehr schön, Lara. Sehr schön. So, dann gehen wir wieder nach oben. Rechts, links. Schön den Weg natürlich auswendig gemerkt. Genau. War das hier oder war das drüben? Ich bin mir nicht sicher. Wir gehen einfach nochmal hier hoch. Da kann man auch nach oben, aber wie? Hier kann man auch nach oben. Ja, ganz einfach von hier. Aber sie mag nicht... Sie mag es nicht. Okay, dann... Machen wir das nachher. Wir müssen auf jeden Fall hier oben nochmal hin, weil da hinten war so eine Steinwand vorhin. Und die können wir jetzt eher hochklettern, wegen dem neuen Upgrade, den er uns gegeben hat. Genau, hier fängt es ja schon an. Aber hier können wir ja noch hochklettern. So, jetzt beginnt der Spaß. Zack. Komm, Lara. Komm, Lara. Wir schaffen das. Heidi. Yep. Bam. Sieht richtig geil aus. Hilft uns enorm, weil so kommen wir echt unmögliche Wände hoch. Erkunden Sie Gräber, um geheime Belohnungen zu entdecken. Okay. Ich soll jetzt also Gräber erkundigen. Alles klar. Eieiei, das Gewitter hört da gar nicht mehr auf. Hört sich nicht gut an auf jeden Fall. So, ist hier irgendwo noch irgendwas? Nein. Dann gehen wir mal hier rein. Aber da waren wir doch vorhin drin. Das ist doch die Höhle von den Wölfen. Das ist doch schwachsinnig. Ich muss... Da muss ich doch nicht hin. Ich muss hier nach oben irgendwie. Genau, da hoch muss ich. Da hoch muss ich, weil wo wir gerade waren, das war die Höhle von den Wölfen. Ja. Ich glaube, ich werde es euch mal zusammenschneiden. Also, wir sehen uns gleich, wenn ich es wieder gefunden habe, den Weg. Ach, ich Vogel. Hier ist doch der Weg. Mann, Mann, Mann. Ich war echt blind. Ich habe jetzt hier 2 Minuten lang gesucht. Ich muss einfach hier vor dem Eingang der Höhle einfach hier hochklettern. Ich Trottel. Habe ich vollkommen übersehen. Genau. Jetzt ist auch nämlich ein Speicherpunkt da. Jetzt sind wir nämlich schon oben. Jetzt müssen wir hier hin. Zack. Schön gemacht, Lara. Heidi, hopp. Oh. Oh je, Gegner. Das kann Spaß sein. Ich werde versuchen, alle umzubringen, ohne dass einer was merkt. Oh je. Wie hat der denn uns gefunden eigentlich? Komm, 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 komm. Ich werde euch alle umbringen. Wie zur Hölle ist der andere nicht gestorben? Stirb, Alter. Verbrenn dich selber, du Trottel. Mann, 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 das ärgert mich. Wie hat er uns denn gesehen? Der hätte uns eigentlich nicht sehen dürfen. Ja, ja, egal. Was passiert ist, ist passiert. Da kann ich jetzt auch nichts mehr ändern. So.
Na, Lara? Magst du nicht springen? So, Heidi, yep. Hier ist noch eine Kiste, die nehmen wir gerne mal mit. Kleines Büchlein nehmen wir auch gerne mit, lesen wir uns aber nicht durch, weil ich das ziemlich uninteressant finde für mich. So, hier nach oben. Zack. Okay, 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 langsam. Erstmal alles abchecken, was hier alles so gibt. Da draußen kann ich was nehmen, eine Kiste. Hier können wir nach oben. Oh, hier ist eine große Kiste. Sehr schön. Kann ich hier nochmal hoch sogar? Nice. So, dann können wir den noch durchsuchen. Hier ist noch eine Truhe. Oh, was ist da drinnen? Wieder so ein Schatz, okay. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Lara, du bist die Beste. Du bist die Beste. Jo, wo müssen wir denn jetzt entlang? Da ist noch ein Ding, das wir verbrennen können. Sehr schön. Dann machen wir das auch mal. Komm, zünd es an. Hallo. Lara. Anzünden bitte. Dankeschön. Komm runter. Und das wieder. Punkt. Sind wieder Punkte drin. Sehr gut. Haben wir schon mal viele Punkte. Können wir beim nächsten Mal wieder was upgraden. I like it. So. Es geht gut voran. Wir kommen schnell voran. So, schnell nach oben, bevor hier alles noch einstürzt. Oh, wow, 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 wow. Lara, Lara, Lara! Huhu, Zeitlupe! Wie geil das aussieht in Zeitlupe. Oh mein Gott. Aber wir haben uns gerade noch gerettet. Die Frage ist, wie kommen wir überhaupt zurück? Wie gehen wir den Weg überhaupt zurück? Wer ist das? Alles klar. Ja, toll. Die haben uns instant gesehen. Was soll ich denn machen? Oh, wow, wow. Mistkerl. Stirb, du Mistkerl. Ey! Finger weg. Ich bin eine Lara. Mädchen, schlägt man nicht. Ah! Mistkerl. Den haben wir auch erledigt. Sehr schön. Mistkerl. Greift er uns einfach ein? Was fällt ihm überhaupt ein? So, oh, das ist so blöd, dass die uns direkt gefunden haben. Richtig doof. Ich hätte lieber erstmal schauen sollen, bevor ich runterrutsche. So, machen wir jetzt wieder eine Fackel, dann können wir das wieder anzünden. Sehr schön. Komm runter, ich brauche Punkte. Zack, wir haben ja schon vieles upgraded. Ich kann nur noch die Waffe, glaube ich, upgraden. Okay, hier ist nichts mehr, aber hier ist eine Höhle. Mal schauen, wo wir dann herauskommen. Ich habe kein gutes Gefühl dabei. Ich auch nicht, Lara. Ich auch nicht. Aber immerhin ein Lagerplatz haben wir gefunden. Ist doch schon mal gut. Kann sie sich aufwärmen. Wir können wieder was upgraden. Und sie schaut wieder in die Kamera. Was gibt es zu sehen? Es ist bestimmt ein mechanisches, kein elektrisches Problem. Jetzt, Alex. Das könnte ein elektrisches Problem sein. Meinst du? Oh, hallo. Hey, wer ist denn die Kleine ja, hier? Ja, sie ist süß, hä? Ja, das ist Alicia. Meine Tochter. Oh. 14 Jahre alt. Und klüger, als du je sein wirst. Sie kommt dann wohl ganz nach ihrem Vater. Das wäre zu viel der Ehre.
Und das da? Ich sehe mir das mal an. Ist wahrscheinlich elektrisch. Nach dem Vater. Ich saß also am Loch, wie so oft, zum Nachtangeln. Hey, Graham. Zeit, die Schotten dicht zu machen. Ah ja, ich komme. Also, ich saß am Loch. Da springt mich plötzlich dieses Ding an. Es kam direkt aus dem Wasser. Also gab ich ihm eine Kopfnuss. In 9 von 10 Fällen ist die Sache dann erledigt. Eine Woche lang konnte ich nicht mehr schlafen. Und ich trinke seitdem nicht mehr. Wir sehen uns beim Essen. Gut. Da gibt's ein Liebespaar, also. Okay, für die Zwischenschnitte. Danke. Dr. James Whitman, Filler 15, Take 3 und Action. Okay, dann pack ihn schön fest und schneid ihm den Bauch entlang. Genau so. Ja, ungefähr. Oh Gott, Cut, Cut, Cut! Cut. Kommt er gleich wieder? Ich gehe ihn holen. Archäologe. Ein weltberühmter Archäologe. Ein Entdecker. Der weltberühmte Archäologe so Dr. James Whitman. Ich kann doch so einen nicht einfach ausnehmen. Es ist nur ein Fisch, okay? Sie schaffen nur das. Ein Fisch. Dieses verdammte Reality-TV-Business. Ich möchte den Menschen Kultur nahebringen, Sam, und kein Essen. Nichts für ungut. Die Zuschauer wollen Inhalte, Dr. Whitman. Sie wissen das. Bis wir das Königreich gefunden haben, brauchen wir Aufnahmen wie diese. Kommen Sie, noch einmal von vorn, okay? Sie werden dann bestimmt aussehen wie ein Profi, wenn es fertig ist. Dr. James Whitman, Filler 15, Take 4, Action! Okay, pack ihn richtig fest und schneid ihm den Bauch lang. Ich kenne die Karten so gut, ich sehe sie selbst mit geschlossenen Augen. Aber was, wenn Yamatai doch nicht im Drachendreieck liegt und... Das hast du bei einer Ausgrabung deines Vaters gefunden. Du kamst an, um es mir zu zeigen, in deinem Pinguin-Pyjama. Ich war 5 Jahre alt. Das war mein erster Fund. Du hast einen tollen Instinkt, Kleine. Du musst ihm nur vertrauen. Das hat mein Vater auch gesagt. Er hat immer auf seinen Instinkt gehört. Was auch geschah. Er wäre sehr stolz auf dich, Lara. Wir nähern uns dem Sturm. Naja, was auch kommt. Wir stehen es durch. Alles klar. Huiuiui. Reiß dich zusammen. Alle zielen auf dich. Ich glaube, sie hatten Spaß auf dem Schiff, aber... Naja, was willst du denn tun, wenn dein Schiff einfach untergeht? So, mal schauen, ob wir was upgraden können. Bogen-Upgrades sind schon erledigt. Handfeuerwaffe können wir noch machen. Ein Rückschuss. Machen wir einfach mal das hier. Wir haben eh fast schon alles, da fehlt nicht mehr viel. So. Sehr schön, da können wir wieder uns auf den Weg machen. Und zwar den Weg zum Gipfel, um das Signal anzubringen. Oh je, was ist denn da hinten los? Er ist schon mal weg. Alles klar. Die haben es nicht gemerkt. Aber wie hole ich den da hinten? So schnell, 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 Lara. Zack. Der ist auch weg. Ich muss irgendwie den Typen da oben bekommen, der am Licht sitzt.
Oh, da sind noch mehr Gegner. Okay. Oh, die merken voll gar nichts. Alter, ich habe alle erledigt. Nur der eine Typ auf dem Turm fehlt. Schnell, 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 schnell. Huh. Sehr gut. Ist hier noch sonst jemand? Scheint nicht so. Oh, eine Leiche. Nicht schön anzusehen. So, wo müssen wir denn entlang? Geh weg, du Banaus. Alter, wie viele gibt's denn von denen? Eieiei, langsam habe ich echt Angst vor den Kerlen. Die sind echt verrückt. Oh. Okay, wir müssen aufpassen. Wir müssen echt gut aufpassen. Ich konzentriere mich gerade ein bisschen, deswegen. Aber hier ist noch eine Schatzkiste. Eine Münze, okay. Nicht so interessant gerade für uns. Wir müssen jetzt erstmal die Gegner ausschalten. Jo. Du hast auch eine schnelle Reaktionszeit, Kollege. Zack! Das war dein Fehler. Du darfst nicht rausschauen. Wir sind eine Lara Croft. Wir sind eine Croft. Gegen uns? Wow! Kollege! Oh mein Gott, der ist einfach runtergefallen, der Trottel. Da fällt der Trottel einfach runter. Egal, gut für mich. Muss mir die Hände nicht schmutzig machen. So, ich habe wieder was gefunden. Zugang zur Basis, okay. Auch nicht schlecht. Können wir gut gebrauchen. Zum Glück bin ich da nochmal nach hinten gegangen. Dieser Bunker. Zweiter Weltkrieg. Wahrscheinlich japanisch. Es ist eiskalt. Oh, das glaube ich dir. So, das war's dann auch mit diesem Part hier. Es geht so knappe 17 Minuten. Ich werde die Parts jetzt ungefähr immer so lange halten. Und ja, beim nächsten Mal werden wir wieder zu diesem Teil gehen, wo wir das Teil einsetzen können. Und ja, ich hoffe, euch hat die Folge wieder gefallen. Wenn ja, lasst mir doch gerne ein Like und einen Kommentar da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein und ciao!